Herzliche Grüße aus Uganda an alle unsere Freunde. Wir sind so dankbar, dass wir in unseren Tagen diese Kommunikationsmöglichkeiten haben, um über Tausende von Kilometern unser Herz mit euch zu teilen. Und da möchte ich gerne Folgendes erzählen. Vor vielen Jahren, es sind schon viele Jahre her, wo ich noch glaubte, dass gute Werke alles sind, was Gott von uns möchte, da habe ich meine Tage gefüllt mit guten Werken. Und auch das Wochenende bin ich noch in unser Krankenhaus gegangen und habe dort Volontärdienst gemacht. Und als sie mich dann in die Gebärstation eingeteilt haben, war mein erster Sonntag dort nachmittags. Die anderen Mütter haben alle ihre Gäste gehabt, aber eine Frau ging am Hausflur auf und ab und hat gezeigt, dass sie richtige Schmerzen hat. Und ich hatte solches Mitleid mit ihr und habe gesagt, hast du große Schmerzen? Sagt sie, ja. Und habe gesagt, setz dich daher, ich werde jetzt für dich beten und dich massieren. Ich habe gebetet wie ein Weltmeister und habe sie massiert. Und nach nicht langer Zeit sind die Schmerzen verschwunden. Wir waren beide so dankbar, dass sie jetzt keine Schmerzen mehr hat. Aber ihr Lieben, ihr hättet sollen hören, wie mich der Arzt zur Schnecke gemacht hat, wie er mich getroffen hat und erfahren hat, dass ich diese Geburtswehen wegmassiert habe. Ihr Lieben, es gibt Schmerzen im Leben, die bringen Leben. Der Arzt hat gesagt, ich muss jetzt diese Geburtswehen einleiten und das ist dann noch viel schlimmer für diese Frau, als es vorher war. Das war für mich eine Lektion fürs Leben. Ich massiere keine Schmerzen mehr weg. Ich sage immer nur, komm Herr, brich durch mit deinem Leben. Und ich glaube, wir sind jetzt in einer Situation, wo wir wirklich auch Geburtswehen für das Kommen Jesu erleben. Schon die ersten Jünger, das lesen wir in der Apostelgeschichte. Mal schauen, wo ich das habe, genau. In der Apostelgeschichte, da heißt es, da fragen nämlich die Jünger, die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten, das Reich für Israel? Er sprach aber zu ihnen, es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Und als er das gesagt hatte, wurde er zusehends aufgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern. Die sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Und ihr Lieben, da ist bereits die Empfängnis für das zweite Kommen Jesu, das Wiederkommen Jesu geschehen. Und jetzt sind wir halt fast 2000 Jahre schwanger gewesen mit diesem Erwarten, dass etwas Neues kommt. Denn zuerst, das erste Mal kam Jesus, um für unsere Schuld zu bezahlen, um für uns den Preis zu bezahlen, den wir nicht zahlen konnten. Aber das nächste Mal kommt er jetzt, um zu herrschen. Um zu herrschen. Und das erkennen auch jetzt viele anderen Religionen, dass Jesus kommt, um zu herrschen. Und da braucht es jetzt aber Geburtswehen, damit sein Leben durchbrechen kann. Und es geht ja schon länger jetzt, dass man unwahrscheinliche Sachen hört, wie die Feuer in Australien. Wir hören von Ausbrüchen von Vulkanen. Wir hören von Heuschreckenplagen. Wir hatten Millionen Heuschrecken in Uganda.
auch in unserem Gelände im Norden, in Karamoja. Und unser Leiter dort hat die ganzen Mitarbeiter und die 300 Kinder 5 Stunden lang durch die Gegend gejagt, damit keiner dieser Heuschrecken nur ein Ei legen konnte. Und nach 5 Stunden gingen dann diese Störung, die sie dauernd erlebten, so auf den Wecker, dass sie abgehauen sind. Und es ist nichts, kein Schaden entstanden. Ja, und dann in Australien haben wir gebetet für Regen. Dann kam so viel Regen, dass sie Überschwemmungen hatten. Ja, und jetzt dieser Corona, dieser Virus, der ja wirklich diese Welt, wir sind wie im Bann dieses Virus. Aber ihr Lieben, das ist noch nicht das Ende. Es werden auch viel weniger Menschen sterben, als sonst in den Jahren an Epidemien sterben. Aber dieser Virus hat wirklich die ganze Welt mit Angst ergriffen. Und das ist der gefährliche Virus, Angst. Denn wo Angst zunimmt, da nimmt der Glaube ab. Und genau das Gegenteil sollen wir tun. Genau das Gegenteil. Ich möchte euch jetzt ein paar Schriftstellen vorlesen, die ich da zusammengesucht habe, schnell. Es geschieht so viel in diesen Tagen, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen oder aufhören soll. In Offenbarung 22, 20. Es spricht, der dies bezeugt. Ja, ich komme bald. Amen. Ja, komme, Herr Jesus. Und wir wissen, dass bei Gott ein Tag 1000 Jahre sind. Also inzwischen ist er erst zwei Tage weggeblieben. Ja? Wir wissen nicht, wann genau die Zeit ist, aber die Zeichen deuten alle darauf hin, dass sein Kommen sehr nahe ist. Und in Matthäus 24, 42 heißt es, darum wachet, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommen wird. Im Hebräer 10, 24 bis 25. Und lasst uns aufeinander, das muss ich rausholen. Hebräer 10, Und lasst uns aufeinander Acht haben und uns anreizen zur Liebe und zu guten Werken und nicht verlassen unsere Versammlungen, wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. Und ihr Lieben, ich glaube, es ist jetzt die Stunde, dass wir wirklich uns besinnen, was wesentlich ist im Leben. Und eigentlich ist so viel, wo wir so viel Zeit investieren, es nicht wert. Sondern was uns im Leben wirklich Freude bereitet, muss man sich schenken lassen aus Gnade. Gott hat gesagt, suche zuerst mein Reich und meine Gerechtigkeit und alles andere wird euch zufallen. Ihr Lieben, man kann ein Bett aus Gold kaufen, aber keinen Schlaf. Man kann die besten Medizinen kaufen, aber keine Gesundheit. Man kann die besten Schönheitscremen kaufen, aber keine Schönheit. Man kann keine Liebe kaufen, keine Freundschaft kaufen. Man kann sich ein Visum und ein Pass für jede Nation dieser Welt erwerben, aber nicht für den Himmel. Alles, was für uns von ewiger Bedeutung ist, muss man sich schenken lassen. Und da möchte ich euch nur vorlesen, Liebe ist das Höchste. Und da heißt es, Pflichtbewusstsein ohne Liebe macht verdrießlich. Verantwortung ohne Liebe macht rücksichtslos. Gerechtigkeit ohne Liebe macht hart. Wahrhaftigkeit ohne Liebe macht kritiksüchtig. Klugheit ohne Liebe macht betrügerisch. Freundlichkeit ohne Liebe macht heuchlerisch. Ordnung ohne Liebe macht kleinlich. Sachkenntnis ohne Liebe macht rechthaberisch. Macht ohne Liebe macht grausam. Ehre ohne Liebe macht hochmütig. Besitz ohne Liebe macht geizig. Glaube ohne Liebe macht fanatisch. Ihr Lieben, lasst uns beten, dass der Herr uns wirklich seine Liebe offenbart. Denn die größte Offenbarung seiner Liebe war am Kreuz, als er im Sterben war und zu seinem Vater gerufen hat, Vater, vergib ihnen, denn die wissen nicht, was sie tun. Und ihr Lieben, ich glaube, wir alle müssen durchbrechen, in diese Fähigkeit zu lieben. Dann wird die Welt erkennen, dass wir aus Gott geboren sind. Es ist auch sehr interessant,
dass in den vier Evangelien nie der Name Christen vorkommt. Die Christen, es ist erst in der Apostelgeschichte 11, wurden die Jünger Jesu zum ersten Mal als Christen bezeichnet. Wo ist das nun? In Antiochia wurden die Jünger zuerst Christen genannt. Das ist in Apostelgeschichte 11, 26. Denn sie wurden erkannt an ihrem Charakter, der Jesus sehr ähnlich war. Christus ist der große Gesalbte und Christen sind die kleinen Gesalbten. Erst wenn wir den Charakter Jesu ausdrücken in unserem Leben, wird die Welt erkennen, dass wir zu Christus gehören und bei ihm waren und bei ihm sind. Also ich glaube, es ist jetzt eine Zeit, sich richtig vorzubereiten auf das Kommen Jesu Christi. Ich weiß nicht, was noch alles geschehen wird, aber es wird noch einiges sein. Aber da braucht man keine Angst haben. Denn er gibt uns zu allem die richtige Gnade. Als ich mich wirklich für Gott hundertprozentig ausgeliefert habe und gesagt habe, Vater, mit mir kannst du machen, was du willst, wie du willst, wann du willst, wo du willst, kannst du mich auch auf null reduzieren. Aber verherrliche deinen Namen, setz mich zum Segen und schenk mir die Fülle der Freude. Und sofort wurde mir bewusst, was bedeutet das, wenn ich als Märtyrerin sterben sollte. Und da habe ich gesagt, Herr, du weißt genau, ich leide nicht sehr gerne. Ich bitte dich, dass du mir jetzt eine Antwort gibst. Ich möchte nicht versagen, wenn das für mich dran wäre. Dann habe ich ganz stark gehört, wie der Herr gesagt hat, Maria, ich bin schon einmal für dich gestorben. Und wenn es mein Plan für dich wäre, würde ich es noch einmal in dir, mit dir und durch dich machen. Und wisst ihr, ich bin so begeistert von diesem Daniel, der sich nicht gebeugt hat, diesen Götzen, und wusste, er wird in die Löwengrube geworfen. Und er hat es auf sich genommen, er hat sich nicht gebeugt vor diesen Forderungen eines Diktators. Und sie haben ihn in diese Löwengrube geworfen. Und die Löwen haben überhaupt nicht wahrgenommen, dass das etwas für sie wäre, was köstlich sein könnte. Denn sie haben kein Fleisch mehr gerochen. Es war nur mehr noch Geist. Und die Nächsten, die hineingeworfen wurden, als er dann herauskam, die Nächsten, die haben sie gefressen. Genauso wie die Jünglinge im Feuerofen. Die sind herumgetanzt, Jesus war mit ihnen da drinnen. Und sogar die Menschen, die sie hineingeworfen haben, wurden verbrannt. Aber sie wurden nicht verbrannt, weil es kein Fleisch mehr gab. Und ihr Lieben, ich glaube, wir müssen herauskommen aus unserem fleischlichen Verhalten, wo sich alles nur um uns dreht, ich, mich, meiner, mir, Herr, segne doch uns vier, ihr Lieben, ist totaler Egoismus. Wir müssen durchbrechen in ein Leben, wo wir wissen, ich bin mit Christus gekreuzigt, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und dann wissen wir, Christus in mir, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Und da ist jeder von uns gefordert. Aber ich möchte noch ein paar andere Schriftstellen vorlesen in Offenbarung 1,7. Siehe, er kommt mit den Wolken und es werden ihn sehen alle Augen und alle, die ihn durchbohrt haben. Ja, aber es wird ein großer Schock sein für viele. In 1. Petrus 4,7. Es ist aber nahe gekommen das Ende aller Dinge. So seid nun besonnen und nüchtern im Gebet. In der Offenbarung 1,8, ich bin das A und das O, spricht Gott der Herr, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Im 1. Johannes 2,28, und nun Kinder, bleibt in ihm, damit wir, wenn er offenbart wird, Zuversicht haben und nicht zu Schanden werden vor ihm, wenn er kommt. Amen. Lasst uns in dieser Erwartung leben. Der Bräutigam kommt. Jesus kommt, um seine Braut zu holen. Aber zuerst muss die Braut ohne Falten und ohne Flecken sein. Und das sind Prozesse des Sterbens, seinem Ich, seinem alten Ich gegenüber, damit Christus in uns das Leben sein kann. Ich bete, dass du nicht nur durch das rote Meer gehst, das steht für die Taufe,
und dann in der Wüste herumrennst dauernd in Kreisen, wie die Israeliten getan haben. Und es ist für mich eine entsetzliche Bilanz, dass von den Hunderttausenden von Israeliten, die aus Ägypten herausgekommen sind, durch das Rote Meer gegangen sind, getauft waren, nur 2 in das verheißene Land durchgebrochen sind. Alle anderen sind in der Wüste gestorben. Und wenn ich mir manchmal den Leib Christi heute anschaue, habe ich fast den gleichen Eindruck. Wir rennen im Kreis herum, stoßen uns immer an denselben Steinen, wir meckern, raunzen, murren, knurren, kritisieren, natürlich auf höchster Ebene. Aber wir kommen nicht, brechen nicht durch in das Reich Gottes, in Reich Gottes leben, in das verheißene Land. Und da müssen wir den Jordan überqueren. Und der Jordan steht für unsere Mitkreuzigung mit Jesus Christus. Galater 2,20. Ja, und ich rate euch Folgendes: Lebt jeden Tag, als wäre es der letzte, und plant, als würdet ihr nie sterben. Das habe ich mir zur Aufgabe gemacht. Ich möchte mitten im Reich Gottes wirken sein, wenn Jesus wiederkommt. Und trotzdem jeden Tag leben, als wäre es der letzte. Denn er kommt und wir sind näher denn je. Und er kommt, um dich in die ewige Herrlichkeit aufzunehmen. Denn kein Auge hat gesehen, kein Ohr hat gehört und es ist in kein Menschenherz eingedrungen, was Gott für die bereit hat, die ihn lieben. Ich vertraue, dass dein Herz mit Frieden und Freude gefüllt wird und du selbst im Feuerofen tanzen kannst und in der Löwengrube ganz ruhig sitzen kannst, weil du weißt, wenn mein Gott für mich ist, wer kann gegen mich sein? Und keiner Waffe, die gegen dich oder mich geschmiedet wird, wird es gelingen, uns zu schaden. Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Shalom, shalom.